Hallo zusammen. Heute habe ich ein heikles Thema. Ehrlich gesagt mache ich das nicht freiwillig, aber in den letzten Wochen, Monaten ist das Thema mega oft gekommen und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss den Blog machen. Und zwar hat jemand mir gesagt, seine Frau hat gesagt, sie will jetzt 6 Monate keinen Sex mehr. Oder ich habe jemanden angetroffen und gesagt, meine Schwester, jetzt ist gerade der Mann ab mit einer Jüngeren, die waren 27 Jahre geheiratet. Und das tut mir so leid und das ist so schlimm. Und ich habe natürlich nichts gesagt, aber ich habe mega gerne gefragt, in den letzten Jahren, wie viel haben sie denn Sex gehabt? Und das ist wie ein Thema, wo man nicht darüber redet, vor allem wegen den christlichen Kreisen. Und ich mag mich erinnern, wir haben das Eheseminar gemacht und dann in der ersten Lektion hat der Typ gesagt, also das ist ja so, bei der Frau geht alles ums Herz, geht alles um die Seele und beim Mann geht alles um Sex. Also in einer normalen Beziehung tut der Mann sich um die Seele der Frau bemühen und bekümmern. Und die Frau gibt ihm Sex. Und dann gibt es so eine gute Mischung und es funktioniert für beide. Und am Anfang, wenn man geheiratet ist, ist das wie so ein bisschen automatisch. Oder irgendwie, erstens freut man sich mega drauf. Und es ist dann mega cool. Also man erarbeitet sich das, also mir wenigstens. Und dann, aber dann kommen langsam Kind und also jetzt bei uns nach 3 Kind, ja, dann muss man sich ein bisschen Zeit suchen und es, ja dann, es tut sich einfach ein bisschen verändern. Und ja, je älter das man wird, wird einfach ein bisschen anders. Und mir hat dann das eben mega geholfen zu realisieren, dass für den Mann ist das etwas wie ein Grundbedürfnis, also wie schnaufen und wie essen. Und ohne das stirbt er. Und ich glaube, als Frau können wir das wie nicht ganz nachvollziehen. Weil für uns, also wir haben es schon auch gerne und so, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Dann hat mir eine Bekannte gesagt, weißt du, als ich dann meine 3 Kinder hatte, nachher, wenn er mich angelangt hat, war das für mich mega schlimm gewesen und ich habe es einfach nicht mehr gern gehabt. Und ehrlich gesagt, habe ich mir das überhaupt nicht können vorstellen, weil wenn der Rudi mich schreit, ich liebe das und ich fühle auch immer etwas. Aber dann bin ich dann eben langsam älter geworden und in die Wechseljahre gekommen und plötzlich habe ich gewusst, was sie meint. Wenn mich der Rudi geschreit hat, ich habe nichts mehr empfunden und es war so wirklich fast unangenehm gewesen. Und das war mega schlimm gewesen. Und dann habe ich gefunden, das muss ich nicht haben. Und ich bin jetzt eine Frauenärztin und habe mir Hormonpflaster verschrieben lassen und seitdem habe ich die. Und jetzt ist es wieder so ein bisschen wie vorher, oder? Man hat dann wie einen Zyklus. Und jetzt empfinde ich auch wieder normal und ja, ich bin mega froh über das. Und es gibt auch so Creme. Ich finde einfach, das ist das Thema, was sich lohnt, zum anzuschauen und wirklich etwas machen. Und ehrlich gesagt, lieber ein paar Jahre früher sterben, irgendwo am Krebs. Aber dafür hat man ein erfülltes Liebesleben gehabt. Als einfach, ja, wenn man nicht empfindet, ist es mega schlimm. Und liebe Frauen, ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr das ernst nehmt und wirklich realisiert einfach, dass es ein Grundbedürfnis ist vom Mann. Und ich für mich, als ich das herausgefunden habe oder gelernt habe, habe mich wie entschieden, das ist etwas, was ich am Rudi schenke. Und zwar sehr freigebig, weil ich einfach weiss, wie wichtig das ist für ihn. Und ich glaube, wenn ihr anfangt, wirklich euren Mann verschenken, dann hat er auch den Wunsch, und so, um eure Seele zu schauen. Und dann müsst ihr halt vielleicht nochmal ein Video schauen, mit wo der Mann nicht Gedanken lesen kann. Und müsst überlegen, was braucht meine Seele. Und das müssen wir halt dann auch sagen. Aber ich glaube, das ist wirklich etwas, wo ihr euren Mann extrem Power geben könnt und eure Beziehung extrem kann neue Kraft schöpfen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, oder auch, dass auch ihr die Initiative ergreift oder mal über den Mittag sagen, hey, ich hätte mal Lust. Oder einfach ein bisschen kreativ sind und ja, dass ihr wirklich auch ihr auf den Mann zugeht und ihn überrascht in diesem Bereich. Und ich glaube, dann werden unsere Ehen wieder mega stark und ich glaube, das wäre mega cool.